Halleluja, 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 Halleluja. Ihr seid mit Christus auferweckt, darum strebt nach dem, was im Himmel ist, wo Christus zur Rechten Gottes sitzt. Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Es war ein Pharisäer namens Nikodemus, ein führender Mann unter den Juden. Der suchte Jesus bei Nacht auf und sagte zu ihm: Rabbi, wir wissen, du bist ein Lehrer, der von Gott gekommen ist, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, wenn nicht Gott mit ihm ist. Jesus antwortete ihm: Amen, Amen, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus entgegnete ihm: Wie kann ein Mensch, der schon alt ist, geboren werden? Er kann doch nicht in den Schoß seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal geboren werden. Jesus antwortete: Amen, Amen, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Was aber aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will. Du hörst sein Brausen, weißt aber nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist es mit jedem, der aus dem Geist geboren ist. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Mitfernerinnen und Fernsehgeräten, eine schöne Woche haben wir begonnen. Die zweite Osterwoche ist geprägt von der barmherzigen Liebe Gottes, der Barmherzigkeitssonntag. Er will hineinstrahlen jetzt in die kommende Zeit, kommenden Tage. Papst Franziskus hat gestern eine wunderbare Predigt gehalten, wo er das betont hat. Wir sollen zunächst einmal selbst die Barmherzigkeit Gottes entdecken und in Anspruch nehmen für uns heilen lassen. Und dann sagt er aber, dann sollen wir in der Art Jesu auferstehen. Das ist es, worum es geht, dass jetzt wir zur Auferstehung kommen, nicht nur, dass Jesus auferstanden ist, und wir so voller barmherziger Liebe werden wie Jesus. Und das können wir daran testen, sagt der Papst, ob wir schon die Wunden der anderen sehen und uns drum kümmern. Das ist ein Zeichen, dass sich in uns was bewegt hat, in der Art Jesu zu werden. Und das ist genau, was heute unser Evangelium ist. Die nächsten Tage hören wir dieses Nachtgespräch des Pharisäers Nikodemus mit Jesus. Sie reden übrigens über das Heil der Welt. Das ist das Thema, wie aus der Dunkelheit der Nacht denn das Heil Gottes kommen kann. Und Jesus spricht ihm auch dieses Auferstehen an, indem er sagt, wir müssen alle ein zweites Mal geboren werden. Und er sagt es dann gleich dazu, es ist eine Geburt aus dem Wasser und dem Geist Gottes. Das wird gut versinnbildlich mit unserem Gnadenbild vom barmherzigen Jesus, weil da sind beide Strahlen drauf.
aus dem Wasser geboren werden. Wir erinnern uns an die Tauferneuerung in der Osternacht, die das auch andeutet, heißt eben die Vergebung, die uns von Jesus zukommt, zu empfangen, dass wir mal frei werden von allem, wo wir wissen, da sind wir Liebe schuldig geblieben. Frei werden, Gott ist barmherzig, Gott nimmt diese Schuld von uns, wenn wir ihm es nur geben. Das ist das eine, aber dann nicht dabei stehen bleiben, sondern dann im Geist geboren sein, das heißt in der göttlichen Liebe geboren sein, das heißt eben in der barmherzigen Liebe geboren sein. Das heißt, leben in dieser du bezogenen, helfenden Liebe. Das ist die Geburt aus dem Geist, wie der Papst sagt. Hast du die Not der anderen schon im Blick, die Hilfsbedürftigkeit, und hilfst du, dann bist du im Geist geboren. Und dann erlebst du das Reich Gottes schon hier. Wer das nicht tut, der erlebt das Reich Gottes nicht, sagt Jesus heute. Der kann auch nicht hineinkommen, sagt er dann. Also wir merken schon, eine große Lehre, die uns der Meister gibt, in uns soll große Sehnsucht sein, dass wir aus dem Geist geboren sind. Und er sagt es ja, denn wer nur aus dem Fleisch geboren ist, also irdisch, leiblich, ja, der ist der Vergänglichkeit ausgesetzt. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch und das ist vergänglich. Wer aber aus dem Geist geboren wird, das heißt von Gott her erfüllt ist, ja, der ist im Geist unvergänglich. Das ist der erste Schritt in die Auferstehung. Das ist etwas, was uns gar nicht so bewusst ist, was aber die Basis unseres christlichen Lebens sein muss. Die Sehnsucht, dass wir im Geist Gottes leben lernen und dann so wie er werden, denn er sendet uns ja. Dass wir vergebend werden dem Nächsten gegenüber, dem anderen immer wieder dieses Wasser zukommen lassen und dass wir voll helfender Liebe werden, aufbauender Liebe zum Nächsten. Das ist es, was rauskommen soll in der Geburt des Menschen zu seiner völligen Entfaltung. Ein kleines Wort zum Schluss zu diesem Erzählung aus der Apostelgeschichte, denn die ist auch sehr spannend. Es wird gleich klargestellt, die Welt wird sich wehren. Die Apostel, die beginnen jetzt den Auferstandenen zu verkündigen, die weitermachen mit der Frohbotschaft Jesu, die erfahren sofort Verfolgung und Widerstand wieder. Petrus und Johannes sind schon eingesperrt worden, man hat sie nochmal freigelassen. In Kürze wird der Petrus wieder eingesperrt werden. Aber es gibt einen Widerstand. Und das ist jetzt interessant, wie die Christen darauf reagieren, auf die Bedrängnisse aller Zeiten. Das ist ein Dreischritt. Als erstes beten sie und rufen Gott an als den Schöpfer der Welt und als den, der die Menschheitsgeschichte in der Hand hat. Also Anrufung der Macht Gottes, dass man mal klar ist, was der Rahmen ist. Als zweites schildern sie die Bedrängnis. In dem Fall ist es, die Mächtigen dieser Welt haben sich verbündet mit dem verstockten Volk Israel, also die Ungläubigen und die Verstockten, und lehnen das Heilsangebot Jesu in seinem Leidensknecht, also das Heilsangebot Gottes in seinem Leidensknecht Jesu ab. Das ist die Situation der Verfolgung und Ablehnung der Christen, dass einfach die Botschaft nicht angenommen werden will. Die Christen schildern das, halten das Gott hin. Und das Dritte, sie bitten dann Gott, dass er sich mächtig zeigt, dass er wirkt, dass das Wirken von ihm erlebbar wird. Und dass er den Christen die Kraft gibt, seine Wahrheit zu verkünden, mit aller Freimut. Und dann heißt es, wenn wir das tun, Gott anrufen in seiner Macht, sagen, was die Not ist und bitten, dass wir stark sind, seine Wahrheit treu zu sein,
dann bebt die Erde, heißt's. Und alle wurden mit dem Geist Gottes erfüllt, mit dieser göttlichen Liebe, und sie gingen hinein ins Martyrium und in die Verbreitung der frohen Botschaft. Das muss für unsere Zeit auch so gelten. Sehr schön, was wir nach Ostern immer in der Apostelgeschichte hören, wie die Kirche wächst und sich entfalten kann. Also diese zwei Momente sind uns heute geschenkt, ein wuchtiger Einstieg in die neue Woche. Wir wollen geboren werden aus dem Heiligen Geist, aus der barmherzigen Liebe Gottes, seine Vergebung empfangen und den anderen weiterschenken, seine Hilfe erfahren und helfen für die anderen da sein. Und das kann auch im Gebet sein, wenn man nicht mehr Kraft hat, so anzupacken. Das ist mindestens so wertvoll. Und wir wollen, wie die ersten Christen, mit der Kraft Gottes jetzt die Wahrheit ausbreiten, die wir von Jesus her erleben. Amen. Lasst uns in kurzer Stille hineinhören, welches Wort Gottes uns persönlich anspricht heute. Was aus dem Geist geboren ist, ist Geist.